auf den Rekordbalken gehen. Wir haben 7 Sekunden, 6 Sekunden, 5 Sekunden und ich moderiere dann an. Sie. Willkommen zu Frequent Traveler TV. Hab euch erstmal Mario gezeigt, hier bin ich. Hallo. In der heutigen Folge geht es ums Lufthansa First Class Terminal und darum, dass Lufthansa da quasi die First Class Lounge am Frankfurter Flughafen schließt. Was das für euch bedeutet, wie das Erlebnis ist, wie die Erlebnisreise bis zum Ende August ist, also die letzten Tage oder die letzte Woche. Und danach geht es weiter einfach, wie das neue Erlebnis ab dem 1. September sein wird. Hier nochmal die warmen Worte von Mario. Mario, jetzt bist du auch auf dem Bildschirm. Ich habe dich direkt drauf. Das ist ja ganz großartig. Ja, hallo zusammen. Interessantes und sicherlich für den einen oder anderen auch wichtiges Thema, weiß ich nicht. Für alle neuen Hons und alle, die First Class fliegen, ist natürlich die First Class Lounge oder das First Class Terminal immer ein Thema, würde ich sagen. Dann lass uns mal das Intro machen, damit wir auch direkt in die Details einsteigen können. Mein Name ist Lars Korsen, deshalb zeige ich euch auch diesmal wieder den Mario zuerst und das ist Mario Hofmeister. Ja, das ist ein cooler Effekt. Deshalb, also wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Also damit wir euch nicht komplett verwirren, das ist natürlich Mario und ich bin der junge Mann in dem orangen Shirt. Ja, man weiß aber nicht, welche Seite. Ja, also wie gesagt, wir bringen euch mehr Meilen, mehr Status und vor allem mehr Punkte. Egal in welcher Reihenfolge, es ist immer mehr von allem. Das heutige Thema, die Lufthansa First Class Lounge Schließung und damit auch die Öffnung des First Class Terminals, weil es hört sich im ersten Moment schlimmer an, als es ist. Dadurch aber, dass die 1800 Quadratmeter große Wohlfühloase oder auch, soll man als Sehnsuchtsort der Vielflieger nennen, Mario? Ja, wahrscheinlich mit Essen à la carte, einer der Möglichkeit, sich einem Duftbad hinzugeben und eine Lufthansa-Ente dann am Ende mitzunehmen. Das ist bestimmt für viele der Sehnsuchtsort, was den Lounge-Bereich angeht. Ja, also ich muss hier kurz einen Disclaimer machen. Ich habe das natürlich nicht selber erfunden. Das schreibt die Lufthansa selber und genauso gebe ich euch auch das, was die Lufthansa sagt. Sehnsuchtsort auf 1800 Quadratmeter, eine Welt ganz für Sie. Da zeige ich direkt auf euch. Und willkommen im First Class Terminal Frankfurt. Hier ist alles auf Ihr persönliches Wohlbefinden ausgerichtet. Mit Relax-Chairs, Ruheräumen, Daybeds, großzügigen Duschbädern, erlesenem Wining-Dining-Sternküche, Cigar-Lounge, also das heißt, da kann geraucht werden. Und eine Bar, an der es 130 verschiedene Whisky-Sorten gibt. Das sind die Details neben zum Beispiel der eigenen Security, dem Limousinen-Service und der eigenen Immigration für Non-Schengen-Flüge oder Schengen-Flüge braucht ihr keine. Also insofern, das ist das First Class Terminal und im Moment gibt es nur die First Class Lounge und im Non-Schengen-Bereich in der Senator Lounge so eine Art abgetrennte First Class Area. Ich habe sie ja erlebt. Mario, hast du ein Erlebnis oder etwas, wo du denkst, hey, Senator Lounge, die trennen da einfach einen First-Bereich ab, so wie in der Lounge bei der LOT in Warschau, wo es so eine Hanecke gibt? Ja, erkenne ich, glaube ich, aus, jetzt muss ich lügen, aus Washington oder aus Newark. Dort gibt es auch, oder gab es zumindest auch mal in der Senator Lounge so eine kleine Ecke für die First Class oder die Hons. Ist jetzt nichts Ungewöhnliches, wenn man keine eigene First Class Lounge an einem bestimmten Flughafen hat, versucht man die irgendwie ein bisschen glücklich zu machen. Ich habe es auch mal gesehen, da war es aber bei Emirates in London Stansted in irgendeiner Lounge, da hatten sie extra für die Emirates Business Class und First Class Gäste in der Lounge auch einen eigenen Bereich, wo es dann nochmal zusätzliche Dinge gab, abgetrennt. Es ist immer so eine Notlösung, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber halt so eine Kompromisslösung. Ja, es ist eine Kompromisslösung, die Zeiten sind ja hart, aber die Lufthansa hatte uns ja versprochen, dass sie das First Class Terminal aufmachen.
Spannend ist auch, dass die Zeiten auch wieder von 35 bis 22 Uhr sind, also so wie die Lounge auch normalerweise auf zu sein hat in meinen Augen, weil es gibt ja einige Lounges, die auch vorher geschlossen worden sind während der Pandemie. Aber hier hat Lufthansa ihr Versprechen nicht gebrochen. Und sie schreiben das auch auf ihrer Webseite, dass man natürlich immer noch einen Covid-Test braucht, der negativ ist, wenn man nicht einen Nachweis hat, dass man vollständig gegen Covid geimpft ist oder eine Infektion überstanden hat mit SARS-CoV-2. Das sind so die Eingangsvoraussetzungen, die sich nicht ändern. Aber wie ist es zu bewerten, dass man keine Lounge mehr in dem Terminal, in dem Terminal in Frankfurt, sondern ins First Class Terminal laufen muss und die Lounge geschlossen wird? Den Weg kennst du ja auch sicherlich, Mario, dass man einfach wieder Treppen runter, raus aus dem Koffer, raus, dann nach links, unter der Brücke durch, damit man nicht nass wird, Taxistand über den Fußgängerstreifen, dann rechts abbiegen am Werktor, dann den unteren Eingang nehmen, Knopf drücken, Einlass gebeten und dann geht die Tür auf und dann geht man mit dem Aufzug nach oben. Ist das zu kompliziert? Ja, so wie du es geschildert hast, schon. Ich bin in der Praxis, stellt sich gar nicht so kompliziert dar. Also man geht eigentlich aus dem Flughafen raus, hält sich links und nach einigen Metern, 100 Metern ist es dann wieder auf der linken Seite. Kommt ja auch darauf an, wo man rausgeht, ob du sozusagen im Ankunftsbereich rausgehst oder in dem Bereich, wo man normalerweise auch den Check-in macht bei der Lufthansa. Also nichtsdestotrotz, man muss ein paar Meter gehen. Ich halte das aber unter den gegebenen Umständen für absolut machbar und halte das jetzt auch nicht für eine schlimme oder furchtbare Strecke. Ist vielleicht ein bisschen doof, wenn man erst wieder aus der Sicherheit raus muss und dann wieder quasi im First-Class-Terminal die Sicherheit macht. Aber das weißt du ja aus eigener Erfahrung, das ist ja eher ein sehr angenehmer Vorgang dort. Und ich finde, für das, was dort geboten wird, und man geht ja da auch nicht hin, weil man nur 20 Minuten Zeit hat, sondern in der Regel etwas länger. Dafür lohnt sich der Weg. Dafür ist kein Weg zu weit, würde ich sagen. Zu dem Sehnsuchtsort ist kein Weg zu weit. Zu dem Sehnsuchtsort. Ganz genau. Interessant finde ich jetzt auch, wie nennen Sie eigentlich Sehnsuchtsort auf Englisch? Ich stelle mal das Ganze um auf Englisch, um zu gucken, wie man Sehnsuchtsort auf Englisch übersetzt hat. Nee, das ist the place you just long to be. Oh. Aber da ist ja auch das Wort long drin, also insofern länger long bleiben. Ja. Long Covid, naja, also egal. Ja. An dieser Stelle müssen wir auch kurz nochmal darauf hinweisen, weil ich stelle gerade fest, dass ich euch nicht aufgefordert habe zu subscriben. Ganz wichtig ist auch zu kommentieren, dann den Videobeitrag zu liken und die Glocke anzumachen. Damit habe ich wieder alle vier Dinge genannt, dass ihr das auch tut. Also ihr könnt hier unten kommentieren, ob ihr das gut findet, dass die FCT aufhat und die FCL im A-Bereich geschlossen wird. Also First Class Lounge, First Class Terminal, wer mit den Abkürzungen so nicht so ganz firm ist. Oder ist das etwas, wo ihr sagt, naja, nun gut, hey, in der FCT wird so viel mehr geboten, da nehme ich das gerne auf mich. Was ist dein Resümee, Mario? Ja, also ich denke mal, du darfst ja auch eins nicht vergessen. Wir haben ja immer noch nicht die Flugbewegung und die Masse an First-Class-Passagieren, die wir vorher hatten. Wir haben ja auch nicht mehr alle Flugzeuge in der Luft oder von der Lufthansa, die eine First-Class haben oder auch hatten, sind wieder im Einsatz. Und insofern würden zwei Launches für First-Class-Passagiere meines Erachtens auch gar keinen Sinn machen im Moment. Und wenn man sich dann quasi eine aussuchen kann, ja, dann wohl doch den Sehnsuchtsort des First-Class-Terminals. Ja, also da bin ich absolut bei dir. Das heißt also, the place, wie heißt das nochmal? The place you just long to be. Und ich denke, dass die Nachteile, die Vorteile bei weitem nicht überwiegen. Das heißt also, die Vorteile ganz klar im Vordergrund stehen.
Und die Lufthansa hat es ja auch ganz klar kommuniziert, dass sie einfach gesagt haben, hey, wir haben die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und ich finde das eigentlich nicht. Also ich finde das gut, dass die FCT aufmacht, weil es vom First-Class-Erlebnis in meinen Augen am Boden schon das beste Erlebnis ist. Fast sogar vielleicht weltweit. Die Franzosen sind noch ganz gut. Also insofern finde ich, das ist ein Fortschritt. Ja, gibt es ein Pendant eigentlich irgendwo auf der Welt zu einem wirklichen First-Class-Terminal? Also es gibt ja sicherlich auch sehr luxuriöse First-Class-Lounges, In aber so ein Katar. eigenes Terminal, ja, Katar, Katar gibt es ein Emirates, haben die sowas? First-Class-Terminal. In Dubai gibt es nur diesen VIP-Bereich Ja. und das war nur in dem neuen Teil, im D-Teil. Da war ich mal zu einem Probeessen, hey, war es Probeessen? Da war ich, da ist auch vom Mahabar-Service, ist auch so eine VIP-Geschichte. Ja. Es gibt, jetzt überlege ich gerade, es gibt auch noch, du kannst auch mit dem Rolls-Royce gefahren werden und so weiter, aber das ist jetzt. Es gibt, aber es ist keine Lounge, die Ja. ein eigenes Terminal ist, so wie es Ja. klassisch ist. Man kann jetzt bei Emirates natürlich sagen, die haben ein eigenes Terminal für ihre Business- und First-Class-Kunden in Dubai. Ne? Ja. Kann man so sehen, was ja auch irgendwo stimmt, aber du kommst ja dann am Ende des Gangs wieder zusammen, wo du im Aufzug mit allen hochfährst. Und das ist dann auch nicht so exklusiv vom Gefühl her, wie es in Frankfurt ist. Frankfurt. Also insofern, aber wenn ihr eine Lounge kennt, schreibt es auch wieder unten in die Kommentare rein. Auf der anderen Seite, dadurch, dass die, wie du es ja gesagt hast, der Sehnsuchtsort ja auch 1500 Quadratmeter hat, dürfte das auch immer noch ein sehr exklusives Erlebnis sein im Moment bei dem Fluggastaufkommen. Insofern, ich halte das für die bessere Alternative. Also ich habe es da auch nie wirklich voll erlebt. Es war mal, also nicht voll voll, so wie es jetzt in der Senator Lounge ist. Das heißt, also es haben sich ja auch Kunden beschwert, dass zum Beispiel in der Senator Lounge, gerade in dem B-Bereich, also Non-Sheng in Frankfurt, dass man da keinen Platz gefunden hat in der Senator Lounge und die First-Class-Plätze frei geblieben sind. Aber natürlich muss man die First-Class-Plätze ja frei halten, wenn mal ein Hon kommt oder ein First-Class-Passagier, die ja eine rare Spezies im Moment anscheinend sind aus Lufthansa-Sicht. Gibt ja auch nicht viele Flugzeuge, die First-Class haben. Deshalb muss man das ja auch nochmal in Relation setzen. Wichtig ist auch übrigens, die FCT darf ja von jedem Hon benutzt werden, zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn er einen Flug hat, zwischen 35 und 22 Uhr. Also ich finde es eine gute Lösung. Wer sich beschwert, macht was in meinen Augen verkehrt. Und mal ehrlich, man kann dieses First-Class-Terminal ja nicht nur für Pressekonferenzen der Lufthansa nutzen. Natürlich, also wäre schade. Also wie gesagt, ich finde es toll. Soll auch wieder da eine Limited Edition an Enten geben. Ich habe gehört, es gibt Enten von der Paralympics. Also insofern das nur als Hinweis, weil es zu den Olympischen Spielen keine gab. Also aufpassen und wir freuen uns auf eure Meinung. Und denkt dran, dass wir auch den Stammtisch wieder haben am Freitag dieser Woche. Das heißt also, heute ist der 23. Heißt also in 4 Tagen, das wäre der 27. in Frankfurt im Hyatt Place ab 18 Uhr und in Berlin ab 18:30 am Samstag, dem 28. Da könnt ihr Mario und mich live treffen. Und dann können wir uns jetzt auch verabschieden, ne? Können wir machen. Ich hoffe, wir konnten das eine oder andere dazu beitragen, zur Situation der First Class oder des First Class Terminals. Vielen Dank und nicht vergessen, liken, kommentieren, die Glocke und subscribe. Genau. Ah, Mario, du schaffst das auch noch irgendwann. Ja. Also bis dann. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao. Ciao.